Ja, Freunde, es hat schon einen Grund, warum ich ausgerechnet mit einem Rathaus-12-Angriff diese Folge starte. Nee, eigentlich hat es keinen Grund. Aber trotzdem, willkommen oder welcome back zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Denn der Dirk hat eine ganz, ganz komische Angriffstaktik. Die ist mir die Tage schon aufgefallen. Hier als Rathaus-12, er spielt immer das oder die Kaserne da oben relativ alleine, lässt den Päcker laufen und nimmt zum Gegenfunnel oftmals den King, wie hier unten auf 6 Uhr. Und ja, damit hat er eigentlich den Funnel ganz gut hergestellt und kommt jetzt mit dem Rest seiner Meute hier rein, also mit den Yetis und mit den Bowlern. Und ja, so kann man auch funneln. Jetzt kommen natürlich schon zeitgleich aus der Kaserne die Hog Rider mit dazu und irgendwann kommt auch ein bisschen Clanburg da oben, ein paar Hexen, oder die haben in der Regel Hexen drin, habe ich jetzt auch eben gemerkt. Ich habe eben auch schon mit einem Rathaus 11 einen Angriff hier gemacht und dann geht das hier eigentlich ganz, ja, ganz smooth durch hier. Aber ist mir schon die Tage mal aufgefallen, dass Dirk zumindest mit seinem mit dem Dirk 2-Account hier so eine, na, ich will es jetzt nicht sagen, unmögliche Angriffsstrategie fährt, aber sie funktioniert ja. Ja, sie funktioniert ja und nicht schön, aber effektiv. Und sofern er da 3 Sterne mitholt, und das sind auch nicht seine ersten 3 Sterne, die er tatsächlich da mitholt, kann man das natürlich machen. Die Kaserne quasi irgendwie so Sui und den King auch. Aber damit kann man natürlich auch sehr, sehr gut funneln. Habt ihr jetzt eben gesehen. Und es geht natürlich nicht um irgendwelche Clash of Clans Angriffe hier heute bei mir, sondern es geht heute um Kuchen. Ich habe mich dieser Frage mal gestellt, aber ich habe noch so ein paar andere Nebensachen her. Aber die Kuchen haben mich ganz, ganz besonders beschäftigt in den letzten Tagen. Denn ich habe noch keinen einzigen Jubiläumskuchen abgebaut. Aber kommen wir gleich zu, wenn ich rumschalte. Ich wollte den Angriff wenigstens zu Ende laufen lassen und die 3 Sterne hier genießen. Sieht ganz gut aus bei den Herausforderern im Moment. Wir spielen zwar so kleine 10er CKs, aber das ist nicht schlimm. Hauptsache, es greifen immer alle an und das tun auch alle. Ich habe jetzt meine Angriffe hier eigentlich auch nicht mehr verpasst. Weder mit Avatar noch mit Thorsten hier. Und auch sehr zeitnah angegriffen in den letzten CKs. Also passt eigentlich wieder ganz gut. Und passt auch so ein bisschen zu meiner allgemeinen Stimmung eigentlich im Moment. Die ist relativ gut, aber wir wollten ja auf die Kuchen zu sprechen kommen und bevor ich die Kuchen anmache, mache ich euch mal ein bisschen Mucke an. Also so ganz ohne geht es ja nicht, so ganz ohne Hintergrundmusik. Aber ich habe gedacht, die Kuchen hier, ja, die bringen mich an den Rand der Verzweiflung, hätte ich fast gesagt, weil die spawnen nicht bei mir am Rand. Das ist ein bisschen doof. Okay, jetzt hätte man sich natürlich eine Base bauen können, wo die schönen Kuchenschwerter hier oder die Schwerter in den Kuchen irgendwo nur am Rand spawnen können. Ja, aber ich bin ja jetzt nicht so ein Aufräum- und Housing-Fetischist hier bei Clash of Clans. Aber dennoch habe ich gemerkt, dass es nur 7 Kuchen gibt. Kann das sein, dass es nur 7 Kuchen pro Dorf gibt? Ich habe jetzt viele, viele Dörfer von mir mal abgegrast, wo ein bisschen Platz ist. Also die ich jetzt im Moment gar nicht bespiele, die haben ganz, ganz wenig Kuchen. Aber ich habe hier mit dem Thorsten hier oben sind es 5 Stück. Zählbar. Und dann habe ich noch hier unten 2 Stück. Davon ist sogar einer glücklicherweise am Rand. Den lasse ich auch stehen, ganz, ganz sicher. Und dann habe ich, glaube ich, hier oben nochmal in der Ecke 2. Ne, ich habe doch irgendwo 7 Stück bei mir gezählt. Ach doch, das sind ja 7. 5 und 2 sind 7. So, 5 und 2 sind 7. Und habe dann gesehen, habe heute mal einfach so geguckt. Ich meine, klar war ich schon mal auf den Accounts drauf, aber habe dann hier beim Avatar gesehen, der hat auch 7. Da wurde ich schon ein bisschen stutzig. Warum eigentlich 7 und nicht 9? Wir haben ein 9-jähriges Jubiläum und nicht 7-jähriges, oder? Deswegen dachte ich irgendwo, vielleicht gibt es nur 7. Also haben wir hier auch 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 und hier unten 6, 7 Kuchen. Habe ich jetzt eben noch die kleineren Dörfer mal nachgeguckt. Die haben aber teilweise, wie schon angesprochen, nur 2, 3 Kuchen. Aber ich habe hier noch einen Clan, nein, kein Clan, sondern ich habe hier noch einen Freund, der nennt sich Alex. Das ist er hier. Der ist übrigens schon Rathaus Level 12. Der hat seine ganzen Mauern irgendwo selber gemacht und ist Rathaus Level 12. Und auch der hat exakt 7 Kuchen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich habe da eben 7 gezählt. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Oh nein, der hat nur 6 Kuchen. Ich habe doch eben 7 Kuchen gezählt.
Der hat doch jetzt nicht einen abgebaut in der Zeit, wo ich nicht da war, oder? Ah nee, stimmt gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und der da oben 7. Sind doch 7 Kuchen, ich dachte gerade. Also irgendwo bleiben es immer irgendwo 7 Kuchen. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist. Oder ob ich mich da so vertue, dass jemand sagt, nee, nee, es gibt mindestens 12 Kuchen, du hast nur nicht genug Platz. Was ich jetzt nicht wirklich glaube, weil hier habe ich eigentlich immer genug Platz und baue die eigentlich immer auch ganz fresh ab hier. Also die ich nicht gebrauchen kann, den einzigen, den ich stehen lasse, das wird der hier unten sein. Aber alle anderen werde ich irgendwo abbauen. Und so habt ihr jetzt auch mal so einen kleinen Dorffortschritt bei mir. Also es geht voran, meine Bobs laufen ja, okay, die laufen jetzt natürlich für Kuchen, aber ich mache das, was ich machen kann, also auch die Langläufer, 13 Tage, die Luftabwehr, jetzt erstmal Bogenschützentürme muss ich noch und. Aber ich habe die Bauarbeiter immer ganz gut unter Beschäftigung und komme eigentlich ganz gut voran, habe jetzt auch, glaube ich, Pelomino hier, also das Einhorn, um ein Level hochgebracht, habe ich einfach mal mit dem Buch gemacht, auch wenn der jetzt noch nicht so viele Tage läuft, also da waren es, glaube ich, 5 Tage, aber es lohnt sich dann schon. Und habe halt im Moment nur etwas zu wenig Dunkles da, um die jetzt ein bisschen weiter zu leveln. Und habe jetzt auch gar keine Truppe, aber ich habe mir trotzdem noch frustmäßig so ein bisschen was gegönnt. Irgendwo hatte ich die Tage noch so ein bisschen Frust. Ich weiß gar nicht, wo der herkam, der Frust, aber er war da. Und habe mir noch was gegönnt. Es gibt ja noch was im Shop hier. Also nicht von den Sachen, sondern tatsächlich habe ich mir den King Skin gegönnt, den ich niemals equippen werde. Also glaub ich zumindest. Ich muss mal eben hintippen, Skin wechseln. Ja, ich finde, das ist nach wie vor der beste Skin hier, der Community Skin von Oni. Und das hatten wir aber schon mal das Thema. Und ja, an den hier, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute, ob das so der richtig tolle Skin ist oder so. Ich meine, es gab hier auch, das ist ein legendärer hier, Championship. Aber es gab hier auch vor, nee, stimmt gar nicht. Hier gab es den noch gar nicht, glaube ich. Na, ist auch egal. Ich werde diesen hier beibehalten, weil ich finde ihn einfach am besten. Und ich habe mir den nur gekauft, den hier, dass ich ihn habe, mehr nicht. Weil mit dem Thorsten-Account kaufe ich mir ja dann doch mal das ein oder andere Teil. Und habe hier die ganzen Skins und habe hier auch tatsächlich das Szenario noch gekauft. Komischerweise gab es den King Skin oder das Szenario. 1 Euro günstiger, meine ich. Ich glaube, das Szenario kostete zu Anfang 10,99. Das habe ich jetzt irgendwie für 9,99 bekommen. Und der King gab es für 6,99. Kann auch sein, dass der 7,99 gekostet hatte. Ich muss noch mal reingucken bei mir in meine Videos. Aber ich habe mir dieses Szenario hier gegönnt. Und ja, ich finde es schon sehr, sehr nett. Hier bewegt sich ja richtig viel. Also hier ist richtig viel Bewegung drin. Vor allen Dingen in den Lautsprecherboxen der verschiedenen Bühnen hier. Und aber ich glaube, sonst Skin gab es noch gar nicht, ne? Wo sich so viel bewegt hat. Das ist natürlich so eine Sache hier unten auch mit Disco-Kugeln und allen drum und dran. Und ob das nicht so ein bisschen zu Lasten sehr, na, ich will mal sagen, der Handy und Tablet-Power geht. Könnt ihr mir vielleicht auch mal unten reinschreiben, ob das so ein bisschen mehr CPU frisst oder ich mache einfach mal einen Selbsttest. So nach dem Motto, ich lasse mal dieses Szenario hier eine Stunde laufen. Ja, und dann gucke ich mal, wie viel Prozent der mir hier vom iPad abgezogen hat. Oder aber, und dann wechsle ich mal auf einen anderen Skin, lade das Tablet wieder hoch auf 100% und lasse wieder abspielen. Und mal gucken, ob der hier nicht doch ein bisschen mehr zieht. Denn eigentlich ist es ja so, je mehr Bewegung du so ein bisschen in so einem Game hast und je mehr sich da tut und bewegt und ihr wisst schon, was ich meine, desto mehr CPU braucht es beziehungsweise desto mehr Batterie braucht es an der Stelle. Was natürlich wirklich wenig Batterie ist, das braucht ist das Schiff hier, was nur noch jetzt in so einer Pfütze liegt hier und auch das Boot vom Bauarbeiter. Das finde ich ein bisschen, ich will nicht sagen unrealistisch, aber hier unten gibt es nochmal so einen modifizierten Mauervernichter, den finde ich natürlich sehr, sehr gut. Hier gibt es nochmal ein Mobil dann daneben. Ich glaube, das ist das Mobil. Ist das nicht zufällig das Mobil von ihm da oben? Ah, ne, ist es gar nicht. Ist es gar nicht. Das ist das Mobil von dem Clan-Spielhändler, ne? Glaube ich. Ich meine, sowas ist es. Aber wie gesagt, ich finde das Szenario eigentlich sehr, sehr schick und habe es jetzt auch mal drin gelassen. Aber die Tests hier, ich bin im Moment ganz kabellos, habe ich noch nicht gemacht.
Freunde, wir machen noch einen Angriff, würde ich sagen. Ich muss natürlich noch im CK ran hier. Das mache ich aber nicht mehr mit euch heute, sondern ich habe für morgen eine andere Folge vorbereitet, wo ich mit dem Avatar so ein bisschen was testen werde, ein bisschen was üben werde. Deswegen hatte ich mir gedacht, machen wir lieber hier noch so einen kleinen Farmangriff und ich suche erstmal ein Dorf und mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich in jedem Fall wieder. Stunden später, Leute, da habe ich doch mal irgendeinen Gegner jetzt mal genommen. 750, 680, 7000 Dunkles. Das ist für mich in Ordnung, den mal so ein bisschen anzugreifen. Ich weiß nur noch nicht, von welcher Seite. Hier unten hat er einen Scatter. Der ist im Bau. Dann gehen wir hier oben mal an der Scatter-Seite rein, würde ich sagen. Hier haben wir auch einen Helden, zwei Helden. Haben wir hier noch eine Queen, die hier rumspringt. Ja, wir können natürlich auch versuchen, Richtung Adler hier unten zu gehen. Das geht natürlich auch. Okay. Und jetzt muss ich aber eben mal gucken, von wo ich hier schnell das da wegmache, damit die Queen mir da so ein bisschen in diese Richtung auch geht. Das sieht aber ganz gut aus. Was knabbert denn da so? Ach ja, dann macht ihr erst das. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo sie gleich hingeht. Man weiß es ja nicht. Okay, sie geht nach da. Dann müssen wir hier, nehmen wir hier einmal auch nochmal zwei von den Dingern da. Okay, aber das haben wir schon mal gemacht. Nehmen wir ihn hier mal raus. Perfekt, das sieht noch ganz gut aus. Jetzt brauchen wir hier allerdings ein bisschen Wut. Ein bisschen mehr Wut. Nicht, dass wir hier unsere Queen verlieren. Das ist ja eins meiner Königsdisziplinen. Queen verlieren. Ja, das mache ich ja unheimlich gerne. Und, die Queen, war die schon so angezogen gerade? Okay, aber wir bekommen vielleicht den Adler. Ich muss hier ein bisschen die Zeit mal so ein bisschen im Blick haben. Wir könnten hier noch so ein bisschen rumfunneln. Und ich hoffe, sie macht jetzt den Adler. Jawohl, Adlerie geht auch raus. Dann könnten wir hier eigentlich das Ding hier spielen. Wir nehmen den King hier mit rein. Und vielleicht noch den Magier. Und unsere Queen ist da ein bisschen unter Beschuss. Ist aber nicht so schlimm. Wir ziehen jetzt hier den Part rein. Oh, ich muss ein bisschen auf meine Queen aufpassen, Leute. Ah, nee, doch nicht. Passt noch. Sieht noch sehr, sehr gut aus. Einmal hier ein Heilzauber. Nicht, dass ich jetzt dicke Finger kriege. Oh, jetzt habe ich doch dicke Finger gekriegt. Doppelfrost. Mist. Naja, okay. Habe ich doch einmal dicke Finger bekommen mit Doppelfrost. Ist aber nicht so schlimm. Royal Champion hier mit rein. Den Warden gezündet hier unten am Rathaus. Sind ja ein paar Tropen. Ah, sieht ganz gut aus. Die können vielleicht da hinten nachher noch ein bisschen helfen. Und die nehmen wir hier nochmal raus. Das ist der Multi-Inferno. Das sieht ganz gut aus. Einmal, zweimal. Und unseren Gift nehmen wir auch mal. Den hätte eben schon ein bisschen eher nehmen können, den Gift. Oder da vorne beim King. Aber ist nicht so schlimm. Ist auch nur ein Farmangriff. Der hatte keine Clanburg. Immerhin ein bisschen weggefarmt. Und mal wieder einen Angriff gewonnen hier für einen Pass. Der Pass gefällt mir übrigens sehr, sehr gut in diesem Monat. Ich weiß gar nicht warum, aber er gefällt mir. Aus welchem Grund auch immer. Und deswegen spiele ich ihn auch. Ich hätte ihn eigentlich schon weiter haben können. Ist aber nicht so tragisch. Ich will eigentlich mit meinem Rathaus 13 viel, viel mehr machen im Moment. Denn dort will ich mal wieder so eine Angriffsstrategie üben, die ich überhaupt nicht kann. Und das halte ich natürlich für euch in Wort und Bild so ein bisschen fest. Und wer die Facecam heute vermisst hat, sie ist immer noch da. Ach ja. Herrje. Der Toto hat keine Mauerbrecher mehr. 25k. Ich glaube, ich verbrauche mal eine Pulle. Irgendwie ist der Supermauerbrecher bei mir in der Dauerschleife. Also den habe ich eigentlich immer. Aber ich glaube, ich verbrauche mal eine Flasche dafür. Also so einen Trank. Denn es gab hier ja... Na, guck mal, den gibt es ja noch. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ne? Einen Tag, 20 Stunden. Können wir uns eigentlich gleich dann wiederholen. Ah, das machen wir so. Dann haben wir ein 1:1 Geschäft hier. Dann nehmen wir einmal den Trank. Und können dann hier wieder nachtrainieren in der Schnellausbildung, was jetzt natürlich nicht passt, ist, obwohl das passt so. Mit der Armee hier brauche ich gleich einen Mauervernichter. Okay, das war's von meiner Seite. Also mal so ein bisschen über die Kuchen diskutiert. Ist eigentlich gar nicht so mein Ding, aber so ein bisschen kann man da ja mal drüber sprechen. Ist mir halt aufgefallen, vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Wenn, wie gesagt, schreibt mir ruhig in die Kommentare, nee, Toto gab 20 Kuchen, ich hatte 30, ich hatte halt nur 7, ich habe noch keinen abgebaut gehabt bis heute und vielleicht ist es auch nur Zufall, dass es so war,
aber es ist einfach so gewesen. 9 wären mir lieber gewesen zum 9-jährigen Jubiläum, aber lassen wir uns überraschen. Im nächsten Jahr zum 10-jährigen Jubiläum gibt es vielleicht 10 Kuchen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr bis zum Ende dieses Video geguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, falls ihr hier neu auf meinem Kanal seid. Und dann sehen wir uns morgen in der frischen Folge. Ja, mit dem Rathaus 13 mal eine nette Kombo üben, eine nette alte Kombo üben. Und am Mittwoch machen wir mal wieder ein bisschen mit Clash auf Twitch. Also bis dahin, euer Toto Clash. Ciao, ciao. Bye, bye.